Schusch, Leute, moin und willkommen zum neuen Schusch zum Montag. Ja, heute ist Montag, heute ist nicht Sonntag. Reden wir nicht drum herum, es ist wie es ist. Fakt ist, ich war jetzt, letzte Woche war ich von Donnerstag bis Sonntag nicht da, wie ihr ja wisst. Und jetzt ist nun mal so. Ich war weg, ich war bei Keks und Michi, die haben jetzt ihre eigene Wohnung und war Einweihungsfeier und es war super chillig. Wir haben einfach nur da gesessen überwiegend, haben Serien geguckt, sind auch tatsächlich mal rausgegangen. Also hier Footage, by the way, das Footage, ich lasse es eventuell gleich mal so nebenbei abspielen, so nicht wundern. Aber bevor wir das tun, erstmal vielen Dank an unsere Patreons, obwohl ich jetzt die letzten 4 Tage gar nicht da war und überhaupt nichts gemacht habe, ich faule Stück Scheiße. Und ich nenne das Ganze ja nicht mal wirklich Urlaub, weil wenn ich Urlaub hätte, würde es beinhalten, dass ich tatsächlich irgendwie mal gearbeitet habe. Aber ich bin einfach nur ein Streamer. I don't work, basically. Jetzt aber, ja, von wegen, wundert euch nicht, wenn jetzt hier Sachen passieren, die passieren. Das passiert dann einfach. Auf jeden Fall, was ist jetzt wieder und wieso, weshalb, warum? Ich werde jetzt zusehen, dass wir wieder tatsächlich regelmäßig Content hier hinkriegen auf den Kanal. Also, dass halt wieder regelmäßig Videos kommen. Weil aktuell hoste ich quasi den Kanal und Like Headshot wieder. Weil wir kriegen es aktuell ziemlich gut hin, da regelmäßig wieder Content zu produzieren, auch wenn es nur sowas wie Cards Against Humanity ist. Aber wirklich, schaut mal bei vorbei, wir machen da jetzt wieder regelmäßig, beziehungsweise wir versuchen das regelmäßig. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, wir machen die Uploads jetzt immer, ich habe das noch gar nicht miteinander besprochen, das habe ich jetzt einfach so gemacht bislang immer, so dass die Uploads, die ich mache, die mache ich immer zum Samstag, Sonntag hin. Und ich will jetzt versuchen, jetzt wieder vernünftig dauerhaft Content rauszukriegen. Problem ist, ich weiß nicht, ob ich heute zum Stream komme, weil heute ist Ostermontag und ich wurde von meinen Eltern eingeladen, dass Kesu und ich runterkommen, ja, zu so einem kleinen Osterbrunch, nennen wir es mal, und halt ein klein bisschen Ostern feiern. Ist ja immer ein Ostermontag, nicht? Und von daher, ich weiß nicht, ob ich heute streamen komme, kann, weil, ich weiß nicht, wie lange das in etwa hält und alles geht. Aber morgen auf jeden Fall wieder, das kann ich euch versprechen. Ab morgen wird wieder regelmäßig gestreamt und vor allem wird jetzt um einiges wieder krasser und mehr gestreamt. Zumal ich will jetzt, was ich jetzt unbedingt weitermachen möchte, Skyrim ist klar, das ist absolut aktuell. Da hast du einfach Spaß dran, da kann ich einfach Spaß dran haben und dann ist gut. Und Monster Hunter World, ich weiß, der erste Stream war sehr holprig. Da waren technische Probleme und dann hat mich das Spiel irgendwann genervt. Zweite Session jedoch war dann um einiges schöner. Das war um einiges besser, wirklich. Weil wir hatten dann einfach ein bisschen mehr Spaß. Das waren wir dann wirklich auch online mit der Community zusammen auf Jagd gehen. Das war dann um einiges spaßiger auf einmal. Das hat auf einmal um so vieles mehr Spaß gemacht, als alleine das durchzuziehen. Dann, Monster Hunter. Denn ich möchte Final Fantasy 15 irgendwann mal zocken. Weil ich höre immer nur von dem Protagonisten Noctis, jetzt, dass er ja auch ein DLC-Charakter in Tekken 7 ist. Und jetzt will ich mal wissen, was das mit dem ist. Deswegen schmeiße ich mir wahrscheinlich irgendwann mal Final Fantasy 15 an den Kopf. Kann gut sein. Dann, was jetzt Hauptprojekt angeht, ich möchte jetzt unbedingt etwas machen, was ich schon so lange aufgeschoben habe. Ich habe so eigentlich zuerst gedacht, ich mache Infamous Second Son. Aber das kann warten. Das steht schon noch nicht lange genug an. Nämlich, jetzt möchte ich als nächstes Hauptprojekt eigentlich Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters machen und ich hoffe, dass das funktioniert und ich vernünftig hinkriege, weil ihr kennt mich, ihr kennt meine Kompetenz. Meine Kompetenz ist nicht immer vorhanden. Auf jeden Fall, das ist das. Dann, was habe ich noch? Stimmt. Ich möchte jetzt unbedingt irgendwann die Tage, Wochen mal Need for Speed-Teil spielen, den ich seit Ewigkeiten nicht gespielt habe. Höchstwahrscheinlich Most Wanted, weil wenn, dann fangen wir da an, wo alles angefangen hat. Nämlich in fucking Rockport. Und das ist, da habe ich so Bock drauf. Das ist dann so, das sind Streams, wo ich nur streamen kann. Wo, sobald der Stream vorbei ist, ist er weg. Leider. Deswegen, ich kann die nicht hochladen, das ist klar. Weil, seien wir ehrlich, Most Wanted bzw. Need for Speed generell, ohne die dazugehörige Musik ist irgendwo nicht dasselbe. So, von daher, das ist denn das. Und ich glaube, das war es denn sogar schon.
so ein bisschen. Wie gesagt, behaltet mal... Nee, ganz vergessen. Wir haben jetzt nämlich einen Community-Server für Like Headshot und beziehungsweise meine Community generell. Und ja, das ist hier der Like Headshot-Fanserver. Den Link dazu findet ihr auf meinem Twitter auf der Hauptseite, beziehungsweise könnt ihr gar nicht übersehen. Das ist Twitter ganz vorne und ja, da klickt ihr drauf und dann kommt ihr zu so einer Türschwelle. Da müsst ihr einfach einmal sagen, so, hi, bin so und so. Ja, einfach damit wir wissen, dass ihr kein Bot seid. Dann kriegt ihr Community-Rechte und dann könnt ihr auf all die Server zugreifen, die ihr da habt. Lest euch einmal dann die Regeln durch für den Server und dann wird das hoffentlich auch. Aktuell ist es echt gechillter, sag ich mal so. So, ich glaube, es sind aktiv 50, 60 Leute aktuell. Aber es ist wirklich schön. Vor allem, was für viele praktisch ist, man wird instant informiert, wenn ein Video auf LH oder wenn irgendwer aus LH ein Video hochlädt. Oder wenn einer von uns aus LH live geht. Man kriegt immer direkt auf diesem Server @everyone, XY ist am Stream oder hat XY hochgeladen. Von daher, das ist immer noch so eine kleine direkte Notification für Streams und Videos, wenn euch YouTube zu unzuverlässig ist. Because YouTube ist fucking unzuverlässig, was Abo-Feed angeht, ne? Wir wissen das hier. Von daher... schaut am besten mal vorbei, wenn ihr möchtet. Und ja, Link zum Server findet ihr auf meinem Twitter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den irgendwie hier in die Beschreibung kopieren kann oder so. Habe ich mich nicht mit befasst. Auf jeden Fall, euch eine wunderschöne Woche noch. Einen schönen Ostermontag vor allem. Und dann sehen wir uns jetzt die Tage oder heute in den Streams wieder. Bis dahin, see ya, Leute. Stand out.